So, und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Let's Play Sniper Elite 5 mit Krankezock, ja. So, wir schauen mal, inwieweit wir hier vordringen können heute. Und ob uns noch das ein oder andere... This might come in useful. Oh, das könnte nützlich sein. Ein oder andere nützliche... Sachen oder Abkürzungen finden. Oder ob wir auch von der Seite eindringen können. Oh, wir müssen aufpassen, das Boot. Aber das ist gut, weil hier kommen wir, wie ich gerade selber merke, als einziges an diesem Zaun vorbei, hä? Ja. Ich glaube, jetzt muss unsere Chance sein, oder? Hä, ja, das. Hat das irgendwelche Drohnen drauf, oder was? Das ist nicht eine Sau zu sehen. Gap in the fence. Nice work, Chevalier. That's my way in. Und wir machen durch den Zaun durch. Was stand drauf hier? Der Zaun um die Anlage am See zurück. Der Zaun um die Anlage am See wird repariert. Ich habe das so gut markiert, sonst hätten wir hier irgendwo reingemusst. Hier stehen vielleicht auch welche, weiß nicht. Gucke ich mir am Ende mal an, denke ich mal, von der Serie. Oder halt hier oben. Na, je nachdem, was man möchte, ne? Die Kapselluke. Sabotiere die Kapselluke. Das ist auch noch rein. Laut Spieler befindet sich vor Ort eine Waffenkammer. Ja, gehen wir da als nächstes hin. Perimeter breached. Now to breach the Basis. Dann erlege ich den Kammer. Ja. Also das Ganze aus der Ferne hier beobachten. Wo wie hier jemand ist. Da ist zum Beispiel jemand, ein Jäger. He's carrying something. Ja, das ist aber ja, was genau? Ein Waffenkammer-Schlüssel. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, die leuchten hier ganz schön rum, hä? Seht ihr mich, wenn ich stehe? Hier seht ihr mich nicht, oder was? Aha. So, wie kommt man denn da hin? Da ist ein Boot mit einem Geschütz drauf. Ah, damit. Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Dann würde ich sagen, vollziehen wir das doch so, oder? Was ist jetzt hier groß machen? Kameras gibt's hier nicht, wir sind ja nicht. Must be where the lake launch site is. Muss ich hier. Bin ja hier nicht bei Splinter Cell, ne? Guck mal, selbst von der Seite kommst du gut rein. Ja, wir haben mich jetzt hier gesehen. Ach, das Boot wieder, ja? Aber im Busch sieht es mich nicht, ja? Ja, ich hab Zeit. Mich sucht keiner, außer die da oben, aber... Die suchen sie mich schon die ganze Zeit. Ich hier oben aufpassen. Beziehungsweise ich nutze es selber zu meinen Vorteilen, gehe oben lang. Ah, ich würde sagen, heute habt ihr kein nettes Gespräch, aber ihr steht noch zu weit auseinander. Zum Glück können wir hier oben lang. Ohne dass ihr was hört. Das würde ich aber auch gerne auf den Kopf bauen hier. So, mal gucken, was die jetzt machen. Oder ob die hier weggehen oder wie das jetzt hier vonstatten ist. Weil wenn ich hier runterlaufe, bin ich ja direkt am Arsch. Ja, genau deswegen. Hä, jetzt sind beide misstrauisch. Ah, das wird dünne jetzt. Hallo.
Man kann nur bei dem E drücken. Also das sind irgendwelche Leute, die kannst du nicht töten. Na gut, also wenn jetzt hier keiner reagiert, dann müssen wir auf andere altbewährte Mittel zurückgreifen. Ja, was anderes wird uns hier nicht übrig bleiben. Töten können wir die ja nicht. Wie viele sind denn hier? Das sind noch mehr. Ich glaube. Wie lange wir hier wohl noch festsitzen? Oh, jetzt redet er. Das weiß ich ja auch nicht. Bis ich euch erlöse. Da macht doch kein Mühe davor. Na dann. Könnt ihr mal da gucken gehen, irgendwie so, oder wie? Ihr Hunde, ihr! Mal für den kurzen Spaß. They're about to start launching V2s from here. I can't let that happen. Gotta take this whole site out. Ja, das machen wir natürlich nicht, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Gehört sich auch nicht, ne? Wir sind ja nicht beim Feuergefecht. Wollt halt beide mit Eimer irgendwie ablenken. Nicht stehen. Wie witzig. Ich verstehe das nicht. Ein bisschen blöd ist das schon gemacht. Aber warte mal. Mir fällt da noch was ein. Mir fällt da noch was ein. Ich kann die ja beide einfach von hinten töten. Ja, dann machen wir das jetzt. Die gucken ja beide nach hinten. Warum nicht gleich so? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn die da so steif stehen, dann machen wir das jetzt so. Wenn das funktioniert. Ja, das ist sogar eine Kiste. Wenn ihr euch umdreht, dann schieße ich. Ah, es geht hier nur von hinten. Ich würde aber allerdings erst den anderen noch mitnehmen. Wo ich ihn irgendwo reinpacke. Oh. Dann halt so, oder? Eh alles nicht. So. Nein, das komische Boot. Du siehst mich nicht hinter dem Boot. Das ist unser Vorteil. Wir passen direkt zwei rein, ey. Warum habe ich dich gleich so gemacht? Er hat mich gerade ein bisschen. Sind die auch irgendwie verpackt, ne? Dass die mal nicht aufhören können, dadurch zu suchen. Ah, oh, das hatten wir schon die letzte Runde. So, hier ist jetzt noch einer, safe, das wissen wir ja. Ich hoffe, es kommen nicht irgendwelche mit so einer Panzerweste oder sowas an. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Das ist schon ein bisschen her. So, der ist weiter hinten. Ich muss aber eh darüber. Das bringt alles nichts. Aber ich kann wenigstens. Looks like the system's automated. Should make sure the council will misfire first before I touch anything. Ich hab seine
Fehlzündung hat. Okay, sind das doch zwei. Ja, was soll ich denn jetzt zuerst machen? Doch, sabotieren wir die Fehlzündung hat. Und wenn, dann geht das eh nach oben. Dann gucke ich mir mal den ihre Wege an. Wer hier wie was abmacht. Schneller entscheid, erst der, dann der andere. Oh, schau, der bleibt einfach ruhig dort. Das sind ja eh normale Kunden. Hä? Ihr habt zwar noch eine Pistole in der Hand, aber ihr seid solche Professoren. Ah, ist jetzt noch jemand? Nee. So, ach, ich hätte auch da lang gehen können. Guck mal, ich hätte euch sogar liegen lassen können. Frage ist aber, ob man hier durch kann. Auf der anderen Seite verschlossen. Guck mal, das geht nicht. Aber ich lasse euch einfach hier. Spaß, hier gehen wir rein. Zack, öffnen, umsehen. Geht gar nicht umsehen. Ich öffne einfach. So, was hat mir das jetzt gebracht? Hier rauszugehen. Da geht's nicht lang, weil da ein Stacheldrahtzaun ist. Ach, ich hätte die also so töten können. Einfach hier hoch. Und dann so. Aha, aha. Jetzt verstehe ich. Ja, da muss er trotzdem noch hoch. Andere Seite verschlossen ist. Dann möchte ich das natürlich wissen. Oh, 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 oh. Dann wird definitiv nicht so viel. Ich hätte die Tür auf. Schiff hätte mich fast gesehen. Los! Better move it. Nee, das war mir leider echt. Das war mir zu schlecht. Was umsonst? Wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. Das ist so langweilig für euch. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier an der Stelle und könnten hier reinhüpfen, weil diesmal ist der Typ gar nicht so weit vorgekommen. Bestimmt, weil ich das schon alles schneller gemacht habe. Ach, nee. Ja, das hat er jetzt gehört. Wenn er soll da reinkommen. Sniper Rifle. I know how to use this. Ach nee, das geht ja wieder nicht. Ach nee. Und ich hab nicht mehr abgespeichert, ne? Stimmt's? Ja, nee, ich hab nicht gespeichert. Ach, Menno. Wir sehen uns gleich wieder da. Meine Frage an euch alle. Kennt ihr das? Wenn ihr es eilig habt, dann geht es immer schief. Dann klappen so die einfachsten Dinge irgendwie nicht. Hier gerade auch, ne? Ich hatte euch auf Pause gehabt. Selbst das wird, ja. Und der hat es auch noch gehört. Okay. Ach nee, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Dann klappt es einfach nicht. Nee, ich glaube auch, ich werde das jetzt nochmal machen, weil das war jetzt auch nicht mein Ziel hier, ey. Das ist doch echt ein Kampf. Das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Und ich kann den ja nicht von vorne erlegen, das weiß ich ja mittlerweile. Obwohl, warte mal, der hat sich beruhigt. Das ist schon mal ganz gut für uns. Er jetzt auch. Oder hat er das gehört? Ja, bam bam bam, brauchen wir alles nicht.
Komm hier rein? Nee, brauchen wir nicht. So, schallgedämpftes Gewehr nehmen wir mit. Unterschallmuni nehmen wir mit. Ah, das ist das Problem wegen dem Schiff. Okay, okay, okay. Um den da oben können wir uns ja dann immer noch kümmern. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da dann hoch müssen. Ja, ich weiß es auch nicht. Mal umsehen zumindest. Aber hier kommst du doch auch so rein. So, das verstehe ich nicht. Kann. Das Ding ist, ich kann den ja auch nicht frontal umnieten. Also, selbst an den Randlocks geht's, glaube ich, nicht mal. Also, müsste ich jetzt lügen. Nee. Das Schiff hätte mich gesehen. Okay, das ist halt jetzt nochmal eine Nummer härter für mich. Läuft jetzt allgemein weiter vor? Oder kommt mir das nur so vor? Das Schiff bleibt dort auch stehen. Hä, geht er jetzt da rein gucken? Ja, das hat er doch vorher nicht gemacht. Nee, doch nicht. Ging das? Hat das gezählt? Oh ja, ich dachte gerade, ich muss auch nochmal komplett laden. Weil eigentlich kann ich ihn ja nicht so wegnatzen. Oder andere sitzt da oben, müssen wir aufpassen. Ah. Keine Ahnung, wie das hier mit dem Boot abläuft. Das Wasser abläuft, das speichern. Komm, wir testen das jetzt mal kurz. Kann man hier irgendwas drücken? Nee, man kann da nichts drücken. So, der Typ ist jetzt vorgewarnt. Und der kommt auch safe runter, oder? Ja. Das Boot macht noch Pause, ne? Ich komme da ja auch rein. Vielleicht noch nicht. Das Boot fährt, glaube ich, los, ja. Ah, ah, ah. Die sehen echt gut. Die Frage ist, ob wir auch die Leute sehen, die da rumliegen. Schießt was. Aber wie kommt man denn da rüber jetzt? Das ist mir... Noch ein Rätsel, weil das müssen wir ja machen. Da geht auf jeden Fall schon mal die Spüre rüber. Aufpassen, das ist Sniper. Ich wollte gerade zu dem hingehen. Hä? Ja, ich war aber noch unterm Radar.
So, den einen nicht markiert. Oh, was ist denn hier? Na doch, man kommt darüber. Die Streuung der Kapselluke ist anfällig für Sabotagen. Aber wie kommst du da rein? Kann man schwimmen? Auf Luke schießen. Ach so. Na, dann machen wir das doch. Und schießen dann aus gutes Stück. Also hat abgefeuert, aber die Kapsel öffnen sie sich. Das kann ich das Feuer genießen. Nicht im... Was? Im Beobachtungsposten? Ach, da unten. Ja, okay. So, haben wir das schon geklärt, dann können wir direkt mal gucken. Super, gucken wir mal. Ah, das hätte ich machen sollen, wenn das Schiff vielleicht dort ist, oder? I'd call that a success. No one's launching anything from that anymore. Ja doch, es ist noch ein bisschen ausbaufähig, ja? Also ich hätte gesagt, wir machen das bevor das Ding da ist, ja, richtig? Warte mal, ich lade nochmal 2.19, 2.23.19. Nee, das war zu spät. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Das probieren wir noch aus. So, jetzt nochmal Versuch Nummer 2. Oder kann man das gar nicht machen? Nee, es funktioniert gar nicht. Es funktioniert einfach nicht. I'd call that a success. Das ist ja verrückt. Und jetzt startet niemand mehr irgendwas. Okay. Dann gehen wir jetzt gemütlich da hoch und ja, das kann man leider irgendwie nicht machen. Kann ich jetzt hier lang gehen oder wischen die mich jetzt? Na gut, Leute. So, das Ding haben wir doch hier abgehabt, oder? Mit der Waffenkammer? Ich dachte, ja, die haben wir angeguckt, ne? Ja, das Symbol. Krieg im Westen, ist okay. Ja, jetzt, gehen wir in den Bunker reingehen. Gehen wir erst den zu dem. Ja, ich probiere natürlich so auszuschalten. Das Ding ist, warum soll ich denn jetzt hier oben lang und darüber? Das habe ich jetzt noch nicht ganz auf dem Schirm. Vor allem, weil die oben da heftig eingestellt sind. Aber was für Boys. Und ein Sniper ist auch noch dabei. Warte mal, an dieser Stelle speichere ich noch einmal für dich ab. Ja, noch 5 Minuten höchstens. Oder sind die von davor noch ein bisschen stutzig? Das ist halt schwer. Das sind 3 Leute, ein Scharfschütze. Guck mal, da sind 2 nebeneinander und der andere guckt die ganze Zeit dahin. Aber wiederum. Boah. Aufpassen, die sehen mich flott. Und der kommt gerade auch hierher. Das macht's definitiv schwer.
So, wo ist denn der eine aus da? Ah, wird er mich wieder sehen? Nee. Aber der Sniper, der kommt die ganze Zeit hier rüber, guck mal. Der macht keine Späßchen. Ich meine, wenn ich hier unten lang komme und das Seil benutzen könnte, wäre das natürlich auch cool. Ich komme da nicht hin. Ich bin ja so ein Schallgedämpftes. Ich muss da definitiv hoch. Haben die das gehört oder nicht? Die würden den ja jetzt nicht sehen, sag ich mal. Oder. Ich könnte es auch easy abteilen. Better move it. Alles ruhig. Ich habe zwei erwischt. Puh, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich diese erwische. Was ist das? Model D? Model D? Ding, Ding. Nö, ich hätte gern wieder meine Sleeper. Da guck mal, wie der mich sieht. Machen wir mal den Schalter oder so aus. Jetzt! Erster hat verfehlt. Herzdrache, oder? Oder Lunge? Oh nein, daneben ist noch einer. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Herztreffer. Aber der war ja jetzt so weit weg, sag ich mal. Keine Ahnung, ob das jetzt noch eine Nachwirkung auf uns hat. So, durchsuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Ja, haben wir alles. Aber in der Richtung war halt der andere noch, oder? Ich knall den direkt auf. Alter, man sieht den noch gar nicht, aber irgendwie dachte ich. Na, siehst du, er hat's gesehen. Ah, hallo. Wie schnell er runter rennt. Wer sieht denn uns hier? Das Schiff? Ja, das Schiff kann nichts machen, Junge. Jetzt. Drei Schüsse. Ich hoffe, das sieht jetzt auch nicht wieder ein anderer. Weil oben wäre es mir lieber gewesen. Wenn dort ein Auto lang fährt, ist das halt blöd. Ein Lungentreffer. Und wegen Junkers natürlich, ne? Da darf kein Verdacht schöpfen. Hä? Okay. Ach, da steht ein Eck. Sieht das auch schwer? Es ist so dunkel einfach nur. Ja, wir sind bei 29. Wir hören jetzt auch gleich auf. Was war das? Oh, wow. So. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich sehe dort ein Gerät. Oh, hier sehe ich was zum in die Luft springen. Und einen Typen, einen Jäger. Sprengstoff, oh ja. Sprengung. Das heißt, wenn ich da drüben bin, kann ich das dann erst sprengen?
Hier ist keiner. Es ist irgendwie komisch. Was gibt's dort? Warum soll ich dahin? Außer wenn wir Dokumente finden oder sowas. Okay. Ist dort noch jemand? Ich kann mal sagen, dass sie sich gut versteckt haben. Ah, warte mal, hier gibt es eine Kiste. Ah, da unten ist ein anderer. Ne, kannst von hier nicht sehen. Ne. This'll come in very useful. Ich meine, die sind ja eh beide tot, ne? Nehmen wir den noch mit. Echt spannend jetzt. Ich will auch wissen, wie es weitergeht hier für mich, ne? Ich würde auch gleich noch eine Session aufnehmen müssen, weil. Morgen erstmal einen Tag weg. Das scheint echt sehr weit unten zu sein. Der LKW steht nur so da. Na, so langsam kommt das Bild zusammen. Da ist keiner mehr. Der andere musste irgendwo dort unten liegen. Der andere liegt ja eher da oben. Okay, Freunde, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Laut sein. Und ja, bis dahin, macht's schön gut, haut rein. Ciao, ciao.